Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Far Cry 5. Und es ist mir etwas passiert, das ich nicht besonders schön finde. Denn die letzte Episode, die ich aufgenommen habe, war total für den Arsch, weil kein Ton da war. Ich weiß nicht, woran es liegt oder besser gesagt lag. Ob es Elgato war, ob es mein Soundtreiber war, ich habe keine Ahnung. Allerdings habe ich in der letzten Folge, also die ich aufgenommen habe und nicht erschienen ist, Gott, ist das verwirrend. Mal besser gesagt, in der letzten Episode, die erschienen ist, haben wir doch Herc rekrutiert. Dann habe ich noch für Hercs Papa eine andere Nebenmission gemacht, die jetzt nicht so mega spannend war. Und dann habe ich hier noch für die Wolf-Stan-Typen hier eine Hauptmission gemacht, wo ich hier zu dem Hotel bin und dort einen Kollegen befreit habe. Und jetzt ist halt mal wieder Jacob am Plan, der mir gerade wieder sein schönes Liedchen vorspielt und Kacke passiert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Der Bildschirm wird rot. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, ich habe noch immer Berli an der Seite. Besser gesagt Cheeseburger. Und es wird schwarz. Aber ich kann mich noch immer schön in den Kreis drehen. Hui! Okay, ich glaube, wir müssen mal wieder eines seiner kleinen Spielchen mitmachen. Wahrscheinlich. Und das kommt ganz schön häufig vor, das muss man echt mal sagen. Ja. Ach, da hast du sicher Hunger. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Ja. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. 82nd Airborne, gute Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja. Bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Okay, was kommt jetzt wieder? Der immer mit seiner bescheuerten Musikbox. Opfere mal wieder die Schwachen. Ey, wie oft muss ich das bitte schon tun? Komm, geh weg. Oh. Gott, das werden doch immer mehr, oder? Kommt mir das nur so vor. Irgendwo war da doch noch einer. Ach da. Gut, zünd die Herde aus.
So, wie ging hier der Weg nochmal? Hier durch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier wieder die Shotgun, hier kommt wieder dieses bescheuerte Labyrinth. Töten, töten, töten! Hopp, da steht einer hinter mir. Und ich laufe natürlich mal wieder in dieselbe Sackgasse wie immer. Gott, ist das bescheuert. Hoppala. Geht da oben weg. Gut gemacht. Dankeschön. Hätten sie sich aber schon ein paar andere Levels mal überlegen können. Dann wäre die ganze Sache vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. What? Au! So, und dann sind wir wieder fertig damit. Ach nee, Quatsch, dann ging es ja noch weiter. Oh Gott. Ach, bleib du stehen. Auch noch einer. Ja, denke ich mir doch. Gut. Nicht übel. Au, trotzdem voll mit der Shotgun in die Fresse. Das gibt's ja auch nicht. Jetzt wieder vorbei. Nein. Oder doch? Natürlich. Was passiert hier die ganze Zeit? Ich meine... Richtig gut gemacht finde ich das nicht. Erstens mal passiert es meiner Meinung nach viel zu oft. Und warum ist es immer der verdammte selbe Level, den man hier durchläuft? Das ist... Na Gott, das regt mich ein bisschen auf. Ich meine, ich fand die ersten beiden Gebiete eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber das Gebiet von Jacob momentan geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Ich werde dich hier rausholen, okay? Und dann verschwinden wir von hier, okay? Only you. Only you. Hey, und ich? Was ist mit mir? Du bist nicht stark genug. Du musst hier sofort raus, bevor es wieder anfängt. Folge mir. Na, ich hatte doch noch ein paar Sinne bei sich beieinander, oder wie man das sagt. Also doch nicht komplett bekloppt. Dass du bereit bist, es zu tun. Sieh her. Prüfungen. Hier. Er hat das alles geplant. 1, 2, 3. Und du bist dabei. Es wird zur zweiten Natur. Routine. Er ist in deinem Kopf. Und du merkst es nicht. Du kannst nie mehr zurück, verstehst du? Du kannst nie mehr zurück! Komm schon! Truck! Der Truck muss da sein! Muss auf den Truck! Es ist fast soweit! Ich habe die Route studiert! Sie ist der einzige Weg raus! Das wird schon, wenn du nicht... Nein, noch nicht! Noch nicht! Fuck! Fuck! Nein! Nein! Tut mir leid. Was zur Hölle passiert denn hier? Meine Güte, aber naja, zum Glück sind wir wieder draußen. Und müssen uns nicht noch weiter anhören. Only you. Gott, der Song nervt. Okay, aber wir sind wieder frei. Habe ich meine Waffen dabei? Ja, sehr schön. Deputy, falls du das hörst, ich weiß nicht, wohin du verschwunden bist, aber... Scheiße, wir haben echt ins Wespennest gestochen. Du bist wahrscheinlich da draußen und versuchst deinen Freund Pratt zu retten, aber...
Wir Whitehills könnten immer noch deine Hilfe brauchen. Egal, du weißt, wo du uns findest. Bis bald. Bam, voll auf die Fresse. Hey, Deb. Ja, was ist denn los? Du warst, aber mach dich mal auf den Weg zu der Kreuzung, wo das Grill Street Diner ist. Da ist etwas, was du dir dringend ansehen musst. Das Grill Steak Diner. Ja, wo soll denn das bitteschön sein? Habe ich eigentlich Vorteilspunkte? 11 Stück? Oh, ich habe tatsächlich welche. Aber ich habe mittlerweile sowieso keinen Plan mehr, was ich aufbessern soll. Fahrzeugstopper? Naja, für sowas habe ich ja eigentlich den Raketenwerfer. Ja, hier. Nehmen wir das. Zack. Achso, ja stimmt, ich wollte ja eigentlich gucken, wo das Diner ist. Was haben wir denn sonst noch eigentlich so? Hier ist Klatsch Nixon, interessiert mich nicht. Klatsch Nixon, interessiert mich nicht. Hier steht nur Nebenmission. Hier hätten wir noch Dr. Sarah Perkins. Aber wo soll dieses Diner sein? Bo Adams? So, für den Typen soll ich ja Fleisch sammeln. Erstmal im Ernst, wo soll denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Überhaupt keine. Aber na gut, wenn ich keine Ahnung habe, dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal hier zu Dr. Sarah Perkins. Das ist immerhin eine Hauptmission. Das können wir ja mal machen. Das klingt doch nach einem Plan. Ich meine, wenn wir die nicht anzeigen, wo hier was zu sehen sein soll. Ich meine, ich merke mir doch nicht alle Lokalitäten hier auf dieser Map auswendig. Das geht doch gar nicht. Naja, geht theoretisch schon, wenn man sich tagelang, beziehungsweise Wochen oder Monate lang nur diese Karte anguckt. Dann ist das schon eine Möglichkeit. Aber so einfach beim Zocken ist das okay, definitiv nicht drin. Ich habe ein GPS-Signal. Jetzt können wir die Boote verfolgen. Ja Gott, das labert mich der wieder voll. Den Luftweg folgen. Eddies Helikopter ist startbereit. Gib ihr Bescheid, dann kommt sie direkt zu dir. Aus der Vogelperspektive findest du die Bliss-Container leichter. Ja, bla bla bla. So, was habt ihr hier eigentlich für mich? Hast du eine Sekunde? Das hast ja, natürlich. Du gut gemacht. Viele Leute gerettet. Danke. Pass auf, ich kenne die Wichser. Die sind wie ein Uhrwerk. Die Trucks, die nächste Ladung Rekruten einsammeln sollen, sind schon auf dem Weg. Ich will eine kleine Willkommensfeier ausrichten, wenn sie durch das Tor kommen. Wir jagen diese Trucks in die Luft, sodass sie sie nie wieder benutzen können. Was immer wir tun, wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Wir müssen uns bereit machen. Ja gut, in die Luft jagen. Sollte jetzt nicht so das Megaproblem sein. Gib mir hier mal Muni. Muni, dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen Sprengstoff hier platzieren. Wieso ist das explodiert? Ach, Blödsinn, Gott. Ich kann davon ja nur eins platzieren und nicht mehrere. Naja, dann warten wir halt einfach. Sind sowieso nur noch 4 Sekunden. Ach Gott, aber Cheeseburger liegt am Boden. Steh wieder auf, mein kleiner Bärenfreund. So, und wo bleiben hier jetzt die Trucks? Die ja hier theoretisch kommen sollten. Da kommt ein bisschen was. Hallo. Boom, habe ich gleich zwei auf einmal erwischt. Das war die ganze Nebenmission. Die war ja einfach. Aber na gut, hat uns ein paar Pünktchen angebracht. Da sage ich doch nicht nein. Na, hat dir das Spektakel gefallen? Ja, hat uns doch allen gefallen. So, ist hier noch zufällig ein bisschen... Ja, ein bisschen Sprengstoff. Ach, und da ist auch noch Raketenwerfer-Munition. Sehr nice. Okay, dann machen wir uns jetzt mal einen kleinen Wegpunkt hier hin. So, haben wir hier irgendwo
Nee, ich will nicht mit so einem klapprigen Bus fahren. Da ist mir das hier schon lieber. Dann gucken wir mal, was Dr. Perkins für uns parat hat. Ich bin mir jetzt auch momentan nicht so 100% sicher. Irgendwie kommt mir der Name so bekannt vor, Sarah Perkins. Haben wir die schon mal getroffen? Vielleicht in einem anderen Teil oder hier schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie im Hinterstübchen meines Gehirns kommt mir der Name irgendwie bekannt vor. Vielleicht ist es auch einfach nur von was ganz was anderem, irgendeinem Film oder irgendeinem Comic, irgendwas, eine Serie, möglich. Oh Gott, was ist hier los? Ah, da hinten ist ja noch einer. Eine Plattenkiste steht hier auch. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. So, ich nehme hier noch schnell das Fell mit, beziehungsweise besser gesagt die Haut. Dieser Wald ist eine Todesfalle. Was? Wer kommt jetzt schon wieder? Oh, beschissenes Flugzeug. Na komm, Rakete, flieg ein bisschen schneller. Können Sie so stark sein? Wo ist die verdammte... Als hat die echt nicht getroffen. Naja, dann halt nicht. Man muss ja selbst damit klarkommen. So, Doktor. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breaker. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Okay. Also räumen wir das Lager aus. 1600 Meter. Willst du mich verarschen? Kann das nicht ein bisschen näher sein? Wo ist denn das? Hier unten. Habe ich hier zufällig irgendwo... Was ist denn das hier eigentlich? Ach, Bergkonvoi. Oh. Gut, am nächsten wäre, glaube ich, wirklich der Punkt hier. The Grill Streak. Ach, hier ist das. Was sie vorher in Funk erwähnt haben. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Ach, da wäre eine Baseballkarte. Ach, das ist doch der Punkt, wo letztes Mal das Auto in die Luft geflogen ist. Ach ja, dann wurde er ja neu geladen. Und dann habe ich es nicht wieder geholt. Naja, was soll's. Eine verdammte Baseballkarte weniger. Ja, meine Güte. Ist ja nur ein Collectible. Ist jetzt nicht so mega wichtig. Also mal überhaupt nicht, um genau zu sein. So, was genau soll hier jetzt eigentlich sein? Ja, du hast ein GPS-Signal. Gott, halt Maul. Du solltest dem Signal ballert denn hier? Eddies Helikopter ist startbereit. Gib ihr Bescheid, dann kommt sie direkt zu dir. Aus der Vogelperspektive findest du die Blitzcontainer leichter. Was tun die da unten? Das ist doch auch nicht normal, oder? Ballern die auf den Bären oder schießen die irgendwo anders hin? Denn wirklich gut zielen können die anscheinend nicht. Was? Den habe ich nicht erwischt? Ach Gott, Cheeseburger, geh aus dem Weg. Ich will dir doch nicht zwischen die Augen schießen. Ey, das kann doch echt nicht sein. Oh Gott, wo kommst du her? Ja, ja, Klappe zu.
Schwimmen wir einfach mal schnell darüber. Ich will echt wissen, was zur Hölle da hinten abgeht. Danke, dass du im richtigen Moment aufgetaucht bist. Mein gesamtes Team wurde entführt und dann haben diese Monster mit ihnen geübt. Hab Glück gehabt, dass sie mich nicht erwischt haben. Was? Wer redet denn da jetzt? So, noch einer weg. Ach, ich hab denen vorher nur den Helm weggeballert. Ich hab diese Judges schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Im Grunde pumpen Jacob und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie so genau ist der Bär nehmen, freundlich oder nicht? Wenn es zu kämpfen anfängt, dann schieße ich auch. Na, lauf davon, Bär. Lauf davon. Nein, mach doch sowas nicht. Bist du freundlich oder nicht? Oh Gott, da ist ja noch einer. Okay, ich glaube aber echt, der Bär tut uns nichts. Naja, dann laufen wir mal weiter. Sind doch nur noch knappe 300 Meter. Ein bisschen mehr. Oh Gott, wo kommst du wieder hin? Sorry, aber das musste sein. Na, aber wenn du schon so nett warst, dieses Tier zu töten, war Piti. Dann nehme ich das auch gleich mit. Ich höre Wolfsgeheule und da vorne geht einer. Bist du freundlich? Nein, bist du nicht. Oh, da ist auch noch ein Wolf. Ey, wo ist denn jetzt hin? What the f... Was? Da ist er. Jetzt bleibt doch einmal ruhig stehen. Mann, ey. Okay, ich bin total desorientiert. Ach, hier ist er. Ja, Fleisch sammeln will ich nicht tun. Zumindest momentan nicht. Gehen wir hier mal hoch auf die Anhöhe. Hier sollten wir mal... Ja, sind die Bäume im Weg. Kacke. Ups. Falsche Taste. Okay. Das sind doch sicherlich nicht alle, oder? Das sind definitiv nicht alle. Hier sehe ich aber mal niemanden. Weiter vorne habe ich gerade einen gesehen. Hallo? Nein, du siehst mich nicht. Steht auch noch einer. Oh, sogar zwei. Nur so ein bisschen, dass ich hier überhaupt nirgendwo einen Sniper sehe. Ach, das ist genau das bescheuerte Schild im Weg. Mein Gott, ey. Ja, geh du da hinten mal. Nein, jetzt beweg dich nicht wieder. Gott. So, der ist hin. Ganz leise bleiben. Oh, Himmel, Herrgott! Ja, Himmel, Herrgott! Nein, du siehst mich nicht. Dann schnapp ihn dir. Okay, ich glaube, die haben das sowieso mitbekommen. Aber sie wissen, glaube ich, noch nicht, wo ich bin. Ich
den auch weg. Na, komm mal raus aus deinem Versteck. Ah, komm, Cheeseburger, mach du das. Ach Gott. Peaches liegt schon wieder mal am Boden. Das ist jetzt gerade ein echt ungünstiger Moment, um dich auszuholen. Ach, jetzt ist Cheeseburger auch noch down. Ja gut, das ist halt, hier stehen zwei VIPs. Jetzt nur noch einer. Ah, jetzt hab ich den Sniper gesehen. Nein! Gut, hinter mir! Oh Gott, wo kommen die auf einmal alle her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja toll, beide Kampanen sind down. Das ist scheiße. So, da hinten ist doch irgendwo der Sniper. Ich sehe dich, aber du mich nicht. Na komm mal her da hinten. Du da hinterm Baum. So. Was, da ist noch einer? Hey, hier bin ich. Aua. Fuck you. Wolf. So, ich muss mal ein bisschen meinen Kollegen helfen. Das ist aber auch natürlich doof, wenn der da steht. So. Cheeseburger wieder aufstehen. Kommt nie wieder her. Was? Was? Wo? Ja komm, ihr beide macht ihn so platt. Schön gemacht, meine beiden tierischen Freunde. Okay, die Luft ist rein. Gib mir eine Sekunde, ich bin gleich da. Ah, okay, Luft ist rein. Sehr schön. Ach, die Luft ist ja noch gar nicht rein, da steht ja noch einer. Ich komm die Seilrutsche runter. Welche Seilrutsche? Ach, da oben okay. Ist sie. Öffne das Tor, damit wir anfangen können. Okidoki. Na, na gut. Gut, jetzt wird's lustig. Lock einen rein. Von hier oben sehe ich keine Judges. Wir müssen sie herlocken. Ja, und wie soll ich sie bitte schon herlocken? Die Essensglocke. Wirf die Leiche eines Abwehrs in den Futtertrog. Das ist Pavlovs Konditionierung. Wenn die Glocke läutet, werden sie kommen. Vertrauen. Was? Eine Leiche nehmen? Und wo soll hier der Futtertrog sein? Ach, da hinten. Okay. Das klingt ja nach dem Plan. Hier, bitteschön. Ich hab Essen, Futter. So viel wie ihr wollt. Okay, soll ich da drin bleiben oder mich momentan verstecken oder? Nein, was tut ihr denn? Cheeseburger, lass den Kram. Gott, der soll doch da rein. Ach, jetzt haben die ihn echt verscheucht oder was? Mein Gott. Ihr seid mir aber auch ein paar Helfer. Entlassen, entlassen. So. Jetzt komm hier rein. Hey, Hund. Gott, mein Gott, ey. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo läuft denn der hin? Ach Gott, ich glaube, das wird nichts mehr. Meine Güte. Ja, komm. Holen wir uns einen neuen. Sollte ja möglich sein. Scheiße, ich brauche sie lebend. Wir müssen noch einen finden. Ja, ist ja nicht so, wie wenn sie ja nicht genügend davon geben würde. Zumachen! Ah! Mistvieh! Hier kommen rein! Ja, jetzt komm schon! Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich gleich in den Arsch beißen. So. Gut gemacht! Ich komm sofort runter! Ich war nicht sicher, ob du das hinkriegst, aber du hast es mir gezeigt! Oh, sieh dir nur an! Wunderschön! Ja, echt ein wunderschönes Tier! Wunderschön. Na komm schon, Dr. Perkins, mach hinne. Hm. Atemprobleme. Vielleicht mussten sie inhalieren.
Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Dieses Exemplar ist alles, was ich zur Synthetisierung der Formel brauche. Hier, nimm diese Probe, an der ich gearbeitet habe. Das sollte dir bei der Jagd nach diesen Viechern. Ich würde es gut finden, wenn du aufhören würdest, mit der Waffe auf mich zu zielen. Das wäre toll. Zeit fürs Abendbrot. Mission abgeschlossen. Ultimativer Jäger verbessert. Aha. Okay, gut. Haben wir ja wieder mal ein bisschen was geschafft. In dieser Episode. Mal gucken, was können wir noch tun? Den einen Punkt hier oben noch einnehmen. Oder sonst? Meint mal, hier unten waren doch auch noch ein paar Nebenmissionen. Ja, vielleicht können wir auch da mal hingucken. Und natürlich gibt es noch immer Prepper-Verstecke. Alles gibt es. Also es gibt noch genug zu tun, wie ich hier sehe. Aber das erst alles in der nächsten Episode von Far Cry 5. Und bis dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.